Pierre ist unter noch ungeklärten Umständen verschwunden. Kann ich mir nicht erklären, warum. Ja, der war sehr fröhlich, hat viel gelacht. Wir sind hier auf dem Parkplatz von einem Lebensmitteldiscounter. Eine unserer Spuren, ein Spürhund, hat uns hier hingeführt. Es besteht letztendlich auch die Möglichkeit, dass Pierre hier vielleicht in ein Fahrzeug gestiegen ist. Der ist nicht in Fremde, würde nie in ein fremdes Auto einsteigen. Ich fühle mich leer, weil er fehlt ein Teil von uns. Ich möchte, dass unser Enkel wiederkommt, wenigstens noch einmal in die Arme nehmen. Wir warten bis heute, 5 Jahre nach seinem Verschwinden, auf eine Spur, die uns vielleicht weiterbringt. Bitte, und dann bei der anderen. Seit einem Tag nicht geregnet hat. Morgen soll auch besser werden. Donnerstag wird der Baum geschnitten. Siehst, vergiss nicht zu kommen. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja. Jetzt mal da gesessen, der Opa sitzen. Schlimm. Man wird ja jeden Tag dran erinnert. Die Bilder habe ich ja nur alle und so weiter. Und dann er fehlt uns sehr. Lustig ist er, hat sich gerne unterhalten, hat mir alles erzählt von Heimstatt, was da so passiert ist. Dann wollte er morgens immer, Oma, steh auf, du musst Tee kochen oder Kaffee. Je nachdem, wie er Lust und Laune hatte, hat er mal Kaffee getrunken, mal Tee. Er fehlt uns natürlich. Jeder zweite Gedanke geht an Pierre. Und man träumt von ihm. Man sieht ihn doch praktisch, wenn er auch nicht da ist. Man denkt an ihn, wenn er ins Bett geht. Man denkt an ihn, wenn er aufsteht. Und das ist einfach schrecklich. Und jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, sprechen wir nochmal mit ihm und wünschen ihm eine gute Nacht. Und bin doch der Meinung, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen. Und hochnehmen das Bild wieder. Das passiert in Holland, ne? Noch ein anderer oder Henkel? Nee, der Henkel.
noch mal rausschauen, bitte. Ja, der war sehr fröhlich, hat viel gelacht, hat auch viel Blödsinn gemacht. Aber die mochten ihn alle gerne. Hat sich mit den Leuten unterhalten und war offen. Ja, der ist nicht in fremde, würde nie in ein fremdes Auto einsteigen, zumal er die Leute dann nicht kennt. Ich weiß, dass er noch lebt. Irgendwie fühle ich das. Ja, der ist nicht in fremde, würde nie in ein fremdes Auto einsteigen, zumal er die Leute dann nicht kennt. Das Beste ist, lebt er noch, lebt er nicht? Und wo steckt er? Der musste auch Fragen haben. Er konnte, der wusste unsere Adresse, alles. Ich verstehe das nicht. Ich möchte, dass unser Enkel wiederkommt. Wenigstens noch einmal in die Arme nehmen, bevor wir weg sind. Das ist mein größter Wunsch. Man hat an nichts mehr Freude. Wir leben manchmal so wie nebeneinander her. Mein Mann ist auch so krank und er fehlt uns. Wir haben immer viel gelacht mit dem Pierre. Er hat auch Witze gemacht oder Blödsinn auch. Wir haben alles und draußen mit ihm Fußball gespielt. Alles, was man sich denken kann. Kann ich noch mal kurz was ändern? Ich fühle mich leer. Ganz einfach leer. Weil da fehlt ein Teil von uns. Und ein Teil von mir auch. Weil man hat den groß werden sehen und hat alle Hoffnungen reingesteckt. Dass das noch irgendwie zu bewegen ist, aber Sie sehen ja selber, Pierre ist bis heute noch nicht wieder aufgetaucht. Weder ein Ton noch gehört noch sonst was. Kann ich mir nicht erklären, warum. Und weshalb gerade Pierre, obwohl er, sagen wir mal, nicht so auf dem Damm war wie jedes andere Kind, sondern weil er etwas fehlerhaft war. Das ist ja schon 5 Jahre her. Wenn es irgendwo so einen Schweinehund gibt, der sie vielleicht schädigt oder schändet, daran denke ich auch immer. Ich habe Detektive beauftragt. Detektiv 1 habe ich praktisch unmittelbar nach dem Verschwinden von Pierre beauftragt. Aber nach mehreren Nachfragen hat er sich nicht imstande gefühlt, da eine Auskunft zu geben, beziehungsweise Ergebnisse zu bringen. Der zweite Detektiv hat eine Spur gehabt nach Holland. Ich hatte den beauftragt, beziehungsweise ich habe am PC geguckt, wer dafür in Frage kommt. Und da war da praktisch nur diese eine Detektei. Und daraufhin habe ich die beauftragt. Aber das Ergebnis, was die gebracht haben, war auch nichts. Yeah.
Daneben bitte.